So, herzlich willkommen, wir sind zurück bei Skyrim. Jo. Mobilisierung, wir haben eine neue Aufnahmesession. Ja, geht mir auch so, Lydia. Wir hatten das letzte Mal die eine... Was gibt es denn hier? Tiere oder... Also Draugen sicherlich hoffentlich nicht. Es sind Tiere. Es sind Bären, ne? Oh oh. So, kurz mal gucken hier. Entdeckt. Pilze. Holla. Ich wollte schon sagen. Oh, sind die von mir? Ja, ne? So. Oh. Haben wir. Oh. Oh, liebes Kätzchen. Oh, eine Kätzelein nicht. Berilein. Siehst du, Lydia, jetzt habe ich auch eine Lust. Gut. Naja, das wird schon seine Richtigkeit haben. Hier gibt es nicht sehr viel zu sehen. Gut. Dann gucken wir mal weiter nach hinten. Mammute waren hier offensichtlich auch schon dabei. Hier geht es noch ordentlich runter. Und abwärts. Alles klar. Dann machen wir mal Folgendes. Gehen erstmal nach da oben. Sieht schon auch nice aus hier. So. Ja, gibt es noch was zu erzählen? Beim letzten Mal hatten wir... das auch schon. Das müsste eigentlich auch ganz... ist eigentlich... Ein Bandit. Er hat eine Schaufel dabei, verstehe. Der. Holla. Nein. Ich bin eigentlich wirklich auch mal froh, wenn nicht 1000 Draugen da reinkommen und mit Gebrüll diese Schlachtrufe. Das ist schon alles sehr eindrucksvoll und es macht auch Atmosphäre. Aber auf der anderen Seite war das auch eben tatsächlich eine sehr laute Angelegenheit. Und ja, das nicht, dass es jetzt unbedingt einem auf den Geist ging, aber auf der anderen Seite... Ja, hier ist nichts Geheimes drunter. Schade. Ja, es ist halt diese Untoten und so weiter. Alter. Wir hören doch schon wieder irgendwas. Hallo, guck mal. Da brennt sogar ein ganz...
Ja. Das hat man jetzt gar nicht richtig gesehen, was da der Effekt war. Hallo, liebe Tauchbären. Wartet noch den kleinen Augenblick, bis ich euch noch schnell erleichtert habe. Dann schwimmt es sich doch viel einfacher. Guck mal hier, denn ohne ein Fell ist es doch, ist auch nicht so nass. Es saugt sich alles nicht so voll. Nur mal nebenbei. Die Lydia. Nicht, dass wir die jetzt hier irgendwie verlieren. Ich möchte sie nur nicht verlieren. Ne? Das ist mir jetzt ein wichtiger Punkt. Kommst du? Nicht nur immer mit den Bergen spielen hier. Lydia? Was machst du denn? Sag mal. Was machst denn du? Wieso? Wieso? Warum? Weshalb? Überhaupt? Ich bin froh, dass ich so viel klettern kann hier. Alles klar bei dir? Komm, geh mal runter. Nein? Komm mal mit hier. Ah. Bin immer noch da. Du bist hier runtergestürzt. Ich bleibe hier und passe auf. Sehr schön. Und jetzt würde ich aber gerne haben, dass du mitkommst. Auf? Ja. Wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Okay, na dann beschütz mich mal hier in dieser Richtung mit. Oh, oh, sie ist festgebackt. Was machen wir jetzt? Das ist doof. Dies ist mucho davor. Kann man sie runter? Ich möchte dich nicht runterdrängeln, aber... Oh. Nee, sie ist richtig fest. Was? Ach, Mann. Hilft ja nichts. Sie ist fest. Sie ist weit. Mist. Okay, also ich gehe mal weiter. Ich hoffe, dass du beim nächsten Ladestand. Oh oh. Kommen wir da hoch? Nee, ne? Sehr abschüssig. Ich mach mal weiter. Ich meine, wir kommen wieder zurück hier in die Höhle und gehen dann praktisch wieder raus. Aber das nutzt halt auch nur bedingt was, wenn du da oben festklemmst. Ich bin mal gespannt. Ich mag es gar nicht. Oh. Where the eagles cry. So. Kurzen Blick hier nochmal werfen. Ja, wir bräuchten halt irgendwie einen vernünftigen Spielstand. Und im schlimmsten Fall muss ich wieder neu anfangen. Mit der Folge. Das ist alles eine Shame. Aber ich meine, dass das Festbacken auch nicht unbedingt modbedingt ist. So, alle Bären sind umgebracht. Die Natur ist wieder hergestellt. Oh je. Naja, komm. Nehmen wir das Silber noch mit. Beuten wir diese Höhle mal richtig nach allen Regeln der Kunst aus. So, oh Mann. Ist wirklich schön wieder. Ich hatte jetzt mehrere Tage. Ach mein Gott, das ist ja nur eine zweite. Na ja, gut, komm los, dann die auch noch. Ich hatte jetzt mehrere Tage keine Zeit, keine Energie und so weiter. Und
Heute endlich wieder mal etwas Skyrim. Das ist schon sehr schön. Da freue ich mich immer drauf. Aber ich muss auch sagen, vielleicht erscheine ich etwas auch müde, was dann tatsächlich auch korrekt wäre. Inhaltlich und so weiter. Ja komm, wir gucken mal weiter. Sie ist leider da. Wir sehen sie hier, ne? Ich schieß die nicht ab, die. Okay. Was war das denn? Wow. Was? Huiuiui. Ich hätte mich vielleicht eher heilen sollen, ne? Nehmen wir jetzt ab. Bluten wir? Oder machen wir irgendwas, was kritisch wäre? So, der ist leer. Wow, hier sind aber viele. Jetzt von den Meisterpetzen. Den hatten wir noch nicht, ne? Hm. Sollten wir da vielleicht eine andere Strategie gehen? Mehr Bogen, also mehr Entfernung. Oder lieber auch Schutz. Wir können erstmal Schaden machen. Müssen aber dann relativ schnell, glaube ich, zurück, weil wir hier eben nicht so fetten Schutz haben mit der leichten Rüstung. Uiuiui, noch ein Bandit. Lockpicks dabei, das ist dann auch schön. Eigentlich eine schöne Höhle. Kann man nicht anders sagen. Und die nächsten Bären waren ja schon zu hören, ne? Ich dachte wirklich, der hat uns umgelegt. In der letzten Einstellung, das wäre... besser geht. Okay. Das scheint tatsächlich besser zu funktionieren. Meine Bedenken. Ah, jetzt geht's hier schon hoch. Okay, perfekt. Meine Bedenken sind etwas. Das war nur das Skelett.
Ich gucke hier schnell noch ein bisschen durch. Irgendwie ist es noch ein bisschen low, oder? Naja, komm. Gehen wir mal weiter. Where's Eagle's Cry? So. Noch ein paar Menschen. Also die haben schon auch hier ein bisschen gelebt. Alter Schwede. Der ist schnell da. Noch einer da gewesen. Oder liegen die schon übereinander gestapelt jetzt? Alter, die Tierwelt hier, die ist ja schon ganz schön aggressiv, ne? Muss man mal ein bisschen reduzieren hier. So, jetzt bleiben wir gleich bei dem hier. Gleich mal den Panzer. Ne, sind plus zwei. Aber, also, wie soll ich sagen? Bin ich ein bisschen weit hoch. Ich brauche vor allen Dingen diese ganzen Bären-Sachen nicht. Ist halt nur. Sie machen halt, was sie tun. Sie greifen. Sie greifen halt an, dann passiert es halt, dass sie auch mal was auf. Okay, das waren wir selber, verstehe. Lehrling. Schlecht. Nicht gut. Das ist es doch. Medist. Illusion. Ledermaschinen. Alles nicht so doll hier bei euch. Bären. Dafür will ich euch ein Ork. Ja, naja, die haben sich schon gütlich getan. Lockpicks, das ist sehr schön. Kann man halt mal wieder ein bisschen was. Ja, also ich meine, die haben ja auch ganz schön die Menschen reduziert, ne? Waren vielleicht nicht immer schlechte Menschen dabei. Muss man auch sehen. Ah ja, jetzt sind wir wieder oben. Wie vermutet, ne? So, Lydia, wie sieht's denn aus? Wo bist du denn? Ich würde gerne mal gucken, ob es da drüben irgendwas Interessantes gibt. Aber offensichtlich gibt es das nicht. So. Menschen offensichtlich, denn Bären bauen ja keine solchen Treppen. Okay. Das hat nur dekorativen Wert, oder wie? Ich meine, könnte ich für meine Sammlung zu Hause gebrauchen. Und Alter, das ganze Elfenbein, ne? Krass, so. Ach, jetzt guck. Eine Rückführung quasi. Na gut. Das war's dann damit, oder wie? Und die Lydia kommt nicht mit. Was machen wir denn da jetzt? Ich gehe mal raus gleich, ne? Muss mal gucken. Da oben kommen wir ja nicht mehr hin. Haben auch kein Fernglas. Ich glaube, das eine rechts ist leer. Das hintere sehe ich gerade nicht, aber das vordere scheint auch leer. Ja gut, dann glaube ich, haben wir das soweit. Wir gucken mal, dass wir rausgehen. Wissen Sie, wir können noch eins machen. Auf die Map gucken. Le Map. Wo? Da.
Fahrstunden wieder abgeschlossen. Alles klar. Gut. Dann gucken wir mal. Ich hoffe einfach, dass die Lydia jetzt wieder gleich bei uns ist. Dass wir quasi gleich zum nächsten gehen. Sonst muss ich nämlich hier gleich anhalten. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Und diese Serie würde dann gar nicht, die Folge würde dann gar nicht reingestellt, aufgestellt, sichtbar sein, wie auch immer. Ja. Schauen wir mal. Daumen gedrückt halten. 3, 2, 1 und. Hey, oh, Gott sei Dank. Eine Höhle. Was da wohl drin ist? Ach, Gott sei Dank. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Yippie, yippie. Und das Pferd ist auch wieder da, auch wenn es jetzt den Arsch uns zudreht. Alles. Alles klar. Wir müssen dringend neue Tränke besorgen, ne? Ja, ja, ja. Hier ist noch ein Drache offen. Da. Nicht gut. Nicht so gut. Waghalsigen Manöver. Nicht gut. Was ist da? So, ist der Drache jetzt weg oder was? Lydia, alles klar bei dir? Okay, die ist noch einigermaßen. Da ist er. Okay. Ja, ja, ja. Nicht darunter gehen. Ah, Mann. Na toll. Hier angreifen ist total bescheuert. Alter, wo geht der denn hin? Schnell rum hier. Mann. Wir werden gleich angegriffen mit dem Timer, ne? Drachenseele. Aufgenommen. Weil die Timer haben immer mehrere Zauberer und was weiß ich alles. Gerade mal gucken, wo die alle sind mit den Talmor-Iden. Ups.
bin gerade verrutscht mit dem Pad. Was seid ihr denn? Sind die jetzt noch oder hast du die schon umgelegt, liebe Lydia? Sag mal. Bei so Häufungen von Idioten muss man ja immer gucken. Da unten ist ein klitzekleiner. Wo ist denn hier jemand, der uns angreift? Wo ist denn hier jemand, der uns angreift, liebe Lydia? Diese Musik verrät doch, hier ist irgendwas Phase. Wollen wir kurzes Päuschen machen, dann können wir gleich suchen. Ich würde hier nicht noch was Großes anfangen, weil das sonst wie lange dauern könnte. Gut, dann machen wir ein kleines Päuschen, machen ein kleines Speicherständchen hier und dann gucken wir mal, wer da wo was will. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.